wir da in Ruhe in der Küche arbeiten können und wir davon nicht abgefuckt sind. Mhm. Weil in der Küche ist ja jetzt keine riesen Hexenreaktion. Du brauchst ein Team, das sie rausklopft. Dann muss man sich überlegen, ob man, was man in der Küche alles machen will, ob man Rohre irgendwie austauscht, aber das kriegst du